Ja, heute habe ich den Josef bei mir. Der Josef, ihr wundert sich schon, wir haben zwar Flügelhörner, gell, aber der Josef spielt auch Steirische. Gell? Ja. Aber länger schon Flügelhorn, oder? Flügelhorn spiele ich eigentlich schon seit 73. Also ich habe als 9-Jähriger schon angefangen. Also ganz kleiner? Ja, und dann habe ich, ja, 73 bin ich zur Musik gekommen, also schon fast 50 geworden. Ne? Voll nett, ja. Und der Josef ist jetzt im Flörlhof ein paar Tage Urlaub, gell? Ja, genau. Und wir waren noch nie bei mir. Nein. Und wir haben gesagt, das ist heute das erste Mal zu mir gekommen und gesagt, wir müssen auch Weißeis spielen. Der ja. Josef hat nämlich das Flügelhorn auch, wenn die Berg mit, gell? Ist ja klar, da habe ich eine ganz kleine Trompeten. Eine kleine, einen Rucksack. Und im Fieberbogen kennen sie mich, glaube ich, schon. Kennen sie schon. Wir machen eigentlich eine Weißei, eins dann auch mit der Steirischen. Und dann was Drittes machen wir noch ein Stickerl, das hat vom Josef, ein Kollege hat das selber komponiert, das spielen wir eigentlich dann auch noch mit dem Flügelhorn. Das spielen wir. In die Berg bin ich gerne. Ich glaube, da können wir vom Josef glaub ich, noch ein bisschen was anschauen, dass du gut den Aussatz. Was? Wo nimmst du den? Ja, aber ich bin zweiter Flügelhornist bei der Musik. Aber zweiter Flügelhornist, da grüßen wir alle Musikkollegen schick, ja? Grüß euch! Du musst zuschauen. Wir haben ja viele Harmonika-Freunde, die zulassen, gell? Die meisten natürlich. Ja, ja. Aber immer wieder, es ist also schön, Flügelhorn mit der Steirischen und so. Und ja. Ist ein schönes Instrument da, gell? Und vor allem das Freie nach Gehör. Ja. Bei Josef, was mich so fasziniert, ich spüre irgendwas, er spielt einfach die zweite Stimme mit und so. Und du hast, wie hast du das gelernt, das noch frei, noch Gehör? Wenn ich auswendig spiele und frei spiele, dann muss ich die Melodie kennen irgendwie. Ja. Und irgendwie ist mir in die Wiege gelegt worden. Weil bei uns haben viele Musikanten, die nicht dazu spielen können. Nicht, ja. Weil es einfach. Das ist nicht können, nur noch Noten spielen und aus. Ne? Genau, wenn man nie das macht, wenn man es nie macht. Ja. Und wir haben immer so zusammen, wir sind aber so zusammengegangen von der Musik. Ne? Und da ist dann irgendwann auf Spanisch Fenster gewesen, ja, da haben wir es lernen müssen. Weil da hast du nicht mit Noten schon können. Ne? Hast du einfach frei spielen müssen. Und ne? Ich habe mein Vorbild war auch so Musiker, die was so frei stehen und so improvisieren und frei spielen. Und ich habe mir auch gedacht, das ist angeboren, aber man kann es echt lernen, man kann das schon trainieren. Gell? Ja, schon. Und du musst halt viel nach Gehör machen und auch wieder probieren, wo mitspielen und dann wird das schon aber besser. Ja, unser Bassist hat gesagt, weil wir gesagt haben, ja, jetzt können wir nicht mehr spielen, wir sehen nichts mehr. Und er hat gesagt, dann lernt es. Dann lernt es. Vielleicht ganz kurz, haben wir gerade einen Traktor, lassen wir da vorbei. Genau. Josef, von wo bist du mal kurz vor? Bei Guttau, Oberösterreich, also 40 Kilometer von Linz entfernt. Okay. Und glücklicher Single. Okay. Dann hast du die Musik viel Zeit. Ich muss ja aber viel Zeit haben. Aber, na gut. Also wir haben ja einen zweiten einen Begleiter gebracht, mit Flügelhorn, ja, mit der Steirischen. Ein Flügelhornistin war ein Wahnsinn. Ein Flügelhornistin, genau. Das war schön. Da kannst du mal den ganzen Tag. Da spielen wir den ganzen Tag. Ganzen Tag. Also, genau. Das ist aber Musik verbindet. Ja, schon. Und es ist einfach schöner, oder? Und du bist jetzt ein paar Tage im Flörlhof, wie gefällt es dir da? Ja, herrlich. Ist auch super, gell? So. Ich bin jetzt drei Tage
Also sind wir Radl gefahren. Radl fahren gegangen? Ja, ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann hast du Flügelein dabei auf die Berge und alles. Ja, da habe ich aber so. Und oben ist der gemeinsam gespielt drin? Ja, gelegentlich spielen. Ja. Nein, nicht. Jetzt müssen wir aber, Josef, ich meine, wir haben da Harmonika-Zuschauer. Die wollen von uns auch schauen, ob du Harmonika spielen kannst. Ja, nicht so gut, aber es geht. Er sagt, aber er spielt nicht so gut, aber der Josef, er spielt sehr sauber. Also, er hat so ein schönes Herz beim Spielen und das ist dann. Also, ein bisschen ein altes Instrument, was du hast, gell? Ja. Aber sie läuft noch. Sie läuft noch. Josef hat gesagt, für das, was er übt, braucht er keine bessere, gell? Oder? Bitte? Für das, was du übst, brauchst du keine bessere, ja. Die lügt. Aber er wird jetzt immer mehr, wir haben gesagt, heute einen Ziffernblock nimmt er sich mit und, gell? Ja, genau. Und jetzt wirst du ein bisschen mehr üben wieder. Das ist besser, wenn ich so aufstecke. Im Stehen sind wir, glaube ich, nicht mehr auf dem Bild, glaube ich. Ach so. Ich weiß nicht genau. Das kriegen wir schon hin. Ist ein bisschen, geht der Sessel wieder, ist ein bisschen schwerer. Ja, probieren wir es. Okay, zwei, drei. Warte mal. Du hast ein BSS, gell? Was heißt das? Ja, mein Fehler. Das 10 Sekunden schnell, ich bin 10 Sekunden wieder da. Ja. Was heißt das? Du bist schon so gewählt, gell? Ja, sicher. Bin ich wieder da? Jetzt machen wir es nochmal. Jetzt klingt gleich gut. Die Bläser haben ja oft BSS, gell? Ja, genau. Okay, eins, zwei, drei. Das geht nicht. Du findest wieder rein. Das ist ja, es gibt immer mal was Gutes und auch bei einem Fehler ist was Gutes dran. Ja. Ja, dann muss man aber gleich an den Kopfball und. Du spielst sauber, schöner Bass und alles. Und Josef ist noch jung und frisch und. Ja. Jung, ist noch jung und das kommt alles noch. Kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du schon so gut spürst wie ich, dann. Das war unfair. Dann. Ja, ich war viel mehr wie du. Ja, sehr klar. Ja. Also, jetzt haben wir die wieder weg. Ja. Jetzt machen wir wieder das, was der Josef richtig gut kann. Josef, was spielst du siehst noch? Jagdhorn. Das Barfuß im S. Und die Gruppe heißt Jagdhornbläser Korps Notwolf. Also Jagdhornbläser? Korps. Da habt ihr auch Gruppen? Ja, genau. Und da trefft ihr euch ab und zu? Ja, Mittwoch
im Monat ein, zwei Mal. Ne? Okay, und das sind jetzt, wie viele seid ihr da? Jetzt sind wir so 10 Leute. 10 ist schon. Aber die grüßen wir auch alle herzlich, gell, die Jagdhorn. Spielt da auch einer Zug in schon? Nein, aber da haben wir super Musikanten dabei, wie der Klasse Karl zum Beispiel. Alles gut, die Musikanten. Da ist das Enkel, ist schon, das ist Huren. Ja. Studiert Huren in Mozarteum. Okay, also alles gute Musikanten. Ja. Ist er schön? Nein, nicht alle. Hobby und gemischt. Aber ist er schön, wenn man da mitspielen kann und wenn man da Gemeinschaft, oder? Das ist ja die Schiene eigentlich. Wir, also ich mit gut 60 bin da nur Jungspann. Also. Nein, aber es ist einfach lustig. Eine liebe Geschichte. Ne? Ja, ist echt lustig. Das Frühlingserwachen. Genau, das Lied heißt Frühlingserwachen. Das ist komponierter Otto Rockenschaub. Rockenschaub, gell? Rockenschaub, ja. Gell, grüßen wir auch an Otto. Ja, und die Melodie, Otto. Die Super Melodie, danke schön. Die spielen wir da jetzt vor. Ich sehe es heute zum ersten Mal normalerweise, aber ich habe es noch nicht auswendig. Das ist Premiere. Ja, ist echt Premiere, ja. Mach mal das. Eine schöne Melodie. Ja, ein paar Mann ein bisschen. Mir geht das Schmutz ein bisschen aus. Aber es passt schon so. Was du die Zugänge zu den kriegst, das ist wie das Flügelhorn zu wenig. Gell? Aber ich schaue das halt immer mal. Wir werden jetzt wieder weiter üben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Muss ich auch was machen? Nein, nur. Also, wie gesagt, Josef aus Oberösterreich. Wenn ihr einmal wen braucht, der was mitspielt, der Flügelhorn, der Zwarz oder was, dann könnt ihr einem gerne mal schreiben. Ja. Und eins möchte ich nur sagen, immer am ersten Sonntag im Mai ist bei uns in Gutau der Färbermarkt. Der Färber, am ersten Sonntag im Mai? Ja, wir haben ein Färbermuseum, also das ist wirklich sehenswert. Und da trifft man die? Da spielt meistens die Musikerbälle, ja. Und da sind tausende Leute und da wird alles, was mit Färberei zu tun hat, das wird ausgestellt. Ne? Ja. Ja, schön. Jetzt haben wir schon wieder eine Zuhörerin, eine Nachbarin. schön, glaube ich. Ja, schön. Jedem gefällt in der Musik. Ja. Also danke und wer wird am ersten Sonntag im Mai, gell, der Markt, da treffen wir uns an Josef. Wer Interesse hat, könnt ihr gerne kommen nach Gutau. Ja, voll nicht. Okay, das war's. Tschüss. Vierte, gell, danke.